Hallöchen, liebe Freunde, da sind wir wieder bei einer Runde. Was habe ich gesagt? Zocken mit Freunden, ne? Ja, Zocken mit Ja. Freunden nennen wir die Scheiße. Und wir machen nochmal eine Runde Quake Live, weil das hat uns so Spaß gemacht. Ja, Join sehr viel Match. Spaß gemacht. Ja. Sonic war zwar auch geil, aber am Ende sind wir halt Ballerfreunde. Quake ist besser. Genau. Ja, das ist halt. Eine Runde rumballern mitten in der Nacht ist halt, weißt du, so Sonic ist vielleicht auch eher was für einen Tag. Ja, das kann man nur tagsüber spielen, also Ja. nachts gar nicht. Ja. Oder halt mit noch mehr Leuten, die man kennt. Aber ich habe so keinen auf der Liste, der es hat. Es war neulich im Angebot, da habe ich gedacht, ob ich mal ein paar Leuten schenke, die ich kenne. Das wäre eigentlich ganz geil, also mit Ja. mehreren. Den Knorke zum Beispiel hätten wir da. Wäre zum Beispiel ein Kandidat dafür, ja. Ja. Wer war das? Ich habe jemanden erwischt. Aber nicht Und dich. du wurdest gerade erwischt, ja. Aber Ja. ich habe deinen Tod gerächt. Das ist gut. Danke, ne? Er hat dich umgebracht und ich habe ihn umgebracht. Dann habe ich dich umgebracht. Und da habe ich ihn umgebracht. Ein Mord und Totschlag hier. Ach, aber ich liebe einfach Quake. Ich habe das Ja. immer geliebt. Auch Quake 3. Ach, war das immer schön. Haben wir da auch mal zusammen gespielt, Quake 3 damals, ne? Ist auch schon ewig her. Das ist ewig, ja. Hatten wir da schon DSL? Nein, ich hatte noch gar kein Internet. Doch, wir haben es schon mal online geschockt. 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 Gechockt online. Achso, ja, noch mit meinem USB-Stick noch. Ja, alte Zeiten. Ja. Ja, der Tilo und ich, wir kennen uns ja schon recht lang. 3 Tage. Das wird niemand erfahren. Oh doch, es wird jeder erfahren, dass wir zusammen in einer Klasse waren. Wir kennen uns so lange wie Gronkh und Sahaza. Ich glaube sogar noch länger. Und woher kennst du denn den Knorke? Den Captain Knorke kenne ich tatsächlich durch die Let's Plays. Ja. Der war, glaube ich, mal auf meinem Kanal, hat da immer Kommentare geschrieben und so. Und dann war ich auf seinem Kanal, fand das auch gut und dann sind wir da ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass er ja hier in der Ecke wohnt fast. Jo. So ist das entstanden. Habt ihr denn auch schon was zusammengezockt? Nein. Aber wir wollen uns mal treffen. Zum Zocken. Nein, einfach so mal. Ach so, Was ach so, essen gehen bei ja. McDonald's und so. Ja. Wo Hinterher muss sonst? ich wieder meinen Arsch hinhalten, aber ist ja. Das kenne ich ja nicht anders. Das ist ja. Ich wollte es gerade sagen. Och nein. Sechs Weißt Fracks. du, bevor der mich abschießt, bin ich lieber in den Abgrund gesprungen. Richtig so. Genau, damit er den Frax nicht kriegt. Den Frax. Den Frax, Alter. Den Fragger. Den Fraggle. Kennst du noch Shoe Town? Nee, was ist Das das? war auch so eine Zeichentrickserie mit Schuhen. Eine Stadt voller Schuhe, die leben, Shoot. lebendig waren. Und was gab's denn noch? Dann gab's dieses mit diesen Kakerlaken und diesen Mäusen im Weißen Haus. Was hast du geguckt? Ich habe viel geguckt. Saber Rider fand ich auch immer geil. Ja, Saber Rider. die Waffe ist auch geil. Diese grüne, weißt du, die immer nur ewig braucht, Ja. ehe sie schießt, aber da ein Schuss und der ist weg. So, wer hat mich jetzt hier? Egal. Er hat mich getötet. 3DS hat mich Ja. getötet. Ich habe es gesehen. Du hast mich nicht gerecht. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ha, ich habe ihn gekillt. Ich dachte erst, du hast Oh. mich jetzt gekillt, aber. Nee, ach, du bist ja vor mir. Aber knapp. Knapp. Es ist knapp. Ich kann noch aufholen. Ich kann noch aufholen. Oh, das war's schon. Ja, das war's schon. Schade. Ich hab übrigens, ne, mal wieder vergessen, auf den Timer zu drücken. Ist letzter geworden. Ich sehe mich hier gar nicht in der Liste. Mir standen nur 5, 6 Leute auf der Liste jetzt bei mir. Egal, neue Karte. Ja. Und los geht's. Hallo, liebes Publikum, ich sehe euch. Press F3, so. Ich bin ready. Ich bin auch ready. Ja.
Du bist immer ready. Dein Arsch ist immer weit geöffnet. Oh ja. Ich bin bereit. Bist du bereit? Mit dir verbringe ich die Ewigkeit. Bitte nicht. Arsch. Danke, danke. Lieb mich. Gar nicht. Du liebst mich. Lieb nur Forest. Was ist das Ding? Forest. The Forest? Hast du noch nicht mal, du Penner? Nein, Forest Gump, du Idiot. Forest, Forest Gump. Das ist auch so ein Trinkspiel, ne? Immer wenn irgendwie, wenn das, wenn Forest gesagt wird im Film, muss man ein Bier trinken und wenn Gump gesagt wird, muss man einen kurzen trinken. Gump, Gump, Gump. Ich würde nur Gump sagen. Da gibt's ja, in dem Film so Szenen, wo es dann heißt, mein Name ist Forrest. Forrest Gump. Forrest Gump? Ja, Forrest. Forrest Gump. Da säufst du dich tot, Alter. Oder Fußballsaufen, weißt du? Guckst du ein Fußballspiel? Kennst du bestimmt, ne? Ja. Haben wir, glaube ich, sogar schon mal gemacht, ne? Mhm. Kriegt jeder ein Spiel fürs Publikum, ne? Da kriegt jeder ein Spieler zugewiesen. Und immer wenn der Kommentator den Namen des Spielers sagt, muss derjenige, der zugewiesen ist, eintrinken. Dann haben wir auch mal Gläsersaufen gespielt, ne? Irgendwie mit Würfeln und Gläser nummerieren. Ach, das waren ja Abschüsse. Oder, wo du so eine Münze reinschnäpsen musst. Ja, ja. Ach, die alten Zeiten. Weißt du noch, unsere Cornflakes mit Milch und Doppelkorn? Alter, waren wir voll. Wann waren wir nicht voll? Ich möchte dem jüngeren Publikum hier sagen, ihr dürft eh nicht zugucken, das Spiel ist nicht ab, weißt du? Ist erst ab 18. Oder? Ist Quake ab 18? Ja, eigentlich schon. Quake Live? Oder ist es ab 16? Ja, kann auch sein, dass es ab 16 ist. Jedenfalls, mit 16 dürft ihr euch auch noch nicht abschießen. Und ihr solltet euch auch mit 18 nicht abschießen. Wir haben das gemacht und gehören euch sagen, es macht Spaß. Keine Macht dem Alkohol. Nee, ab und zu mal ein bisschen, aber sonst. Ein kleines. Man wird ja auch älter, ne? Ja, ein kleines Bierchen kann man mal trinken. Ja, ein paar kurze, ab und zu auch mal jetzt zu besonderen Anlässen mal einen mehr. Ab und zu mal auch einen längeren. Ja. Ein Eimer. Ja, weißt mit damals. Mit Sangria. Eimer saufen. Die Zeit. Auf den legendären Partys. Ja, wir nennen jetzt keine Namen, soll ja keiner wissen. Sonst werden wir noch verfolgt. Nein, natürlich nicht. Ich würde nie einen Namen erwähnen. Hab das erkannt. So. Der Bassinator ist knapp hinter mir. Ja, ja. Stirb, stirb, du Sau! Yeah, Mann! Ich habe ja damals auch Unreal Tournament gespielt. Ich nicht. Aber das war bedeutend. Das aktuelle Unreal Tournament ist das einzige, was ich bisher gespielt habe, muss ich sagen. Ja, das habe ich noch nicht gespielt. Kann man auch nicht mehr runterladen, ne? Doch. Echt? Wo? Du musst dich registrieren im Forum. Achso. Die haben das so gemacht, dass du nur noch registriert, weil da so viel jetzt gemacht wurde mit Videos im Internet, obwohl die das eigentlich gar nicht machen sollten. Und deswegen haben wir das nur noch mit Registrierung. Nur dann kannst du nämlich den Link anklicken, um auf die Forumseite zu kommen, wo dann der Link zum Downloaden steht. Okay. Wenn das noch so ist. Jedenfalls haben die das mal so gemacht gehabt, weil da so viel Mist gemacht wurde und auch so viel schlecht geredet wurde, genauso wie bei H1Z1. Na ja, mal schauen, ob gleich alles schlecht geredet bei dem Spiel. Die hässliche Grafik und das waren halt alles noch Platzhalter, ne? Das war halt gerade mal ein paar Wochen oder so in Entwicklung und da kommen die schon an und Scheißspiel, ist ja hässlich. Aber sogar die Gamester sagt es ja. Die GameStar, die große Zeit. Pass auf, das war da irgend so ein Online-Redakteur und das ist absolut unprofessionell. Das Spiel ist einen Tag raus und dann bilden die sich da eine Meinung ein. Wo die sonst eigentlich immer so bei Early Access spielen, weißt du, so zwei, drei Sätze, wie es zurzeit aussieht und was noch geplant ist. Und da machen sie auf einmal einen riesen Bericht, nur weil es von Sony ist oder was. Ja. So ein Sony, Quatsch. Große Marke. Ich glaube auch nicht, dass dieser Test, diese Bewertung es ins Heft schafft. Würde mich sehr wundern. Meinst du? Mal schauen. Das ist nicht GameStar würdig. Da hat
meine Meinung zur GameStar jetzt doch sehr großen Schaden genommen, muss ich sagen. Ja. Normalerweise sind die professioneller, sowas. Sowas machen die eigentlich nicht. Hast ja auch gesehen, das war keiner von den Redakteuren aus der Zeitschrift. Das war irgendein Online-Redakteur, der da wahrscheinlich sich selbst hat mitreißen lassen von den ganzen Shitstorm. Und vielleicht selbst ein paar Bugs hatte beim Spielen und da ist halt gleich alles schlecht. Vermutlich sogar noch die ungepatchte Version gespielt hat. Weil der, du siehst ja, nach dem ersten Patch schon war die Meinung von vielen anders. Ja, es braucht halt ein bisschen. Ja, das ist bei jedem Spiel so. Das ist eine Alpha-Phase, was erwarten die? Das perfekte Spiel? Ein fertiges Spiel für 20 Euro, ne? Du unterstützt den ja quasi damit. Wenn du bei Kickstarter was finanzierst, kriegst du ja auch noch nicht gleich ein Spiel. Und Early Access Programm ist ja quasi dafür da, dass du die Entwicklung des Spiels unterstützt, indem du die finanzierst mit. Du kaufst ja nicht das Spiel, sondern du hilfst dem Entwickler. Und Sony hat da ja jetzt auch, du kannst dein Geld von Sony zurückkriegen. Du darfst, glaube ich, das Spiel trotzdem behalten. Okay. Wenn du der Meinung bist, das ist zu viel Pay to Win, kannst du da hinschreiben an die E-Mail-Adresse und dann kriegst du dein Geld zurück oder sowas. Obwohl, also wie ich die Nachricht bei Twitter gelesen habe, steht da quasi übersetzt drin, dass man da hinschreiben kann und sie kümmern sich dann um dich. Ja, nur vielleicht wann? Bringen sie dich auch um die Ecke. Gib uns deine Adresse, wir kommen und klären das. Hier ist Sony Russland. Hier ist Sony Russland. Du habe Beschwerde. Hier stehen drei Schränke vor der Tür. Ich habe keine Beschwerde. Keine Beschwerde. Alles okay, gutes Spiel, voll geil. Wunderbar, 100% Wertung. Ja, was ich ja damals bei Mordor Schatten komisch fand, ne, ist ja, dass Ubisoft hat ja mit Let's Player wollten die ja Verträge machen, dass die das Spiel spielen dürfen und auch nur, wenn die das unterschreiben durften, die das vorher spielen, vor dem Release, und da mussten die unterschreiben, dass die nur positiv über das Spiel reden, ja, die sollten sogar... Ubisoft wollte sich vorher angucken, die Videos, und wollte dann freigeben, was hochgeladen werden darf und was nicht. Okay. Das Spiel hat das eigentlich gar nicht nötig. Mordor Schatten ist eigentlich ziemlich gut. Hast du das? Nö. Aber man hört vieles. Ja. Wo wir wieder beim Thema sind, ne? Ja. Ja, man darf sich auch nicht so auf andere verlassen, aber ich sag mal, was ich so gesehen habe in Videos und so. Da gucke ich ja dann eher hin als auf eine Textbewertung. In dem Video sieht man ja dann doch mehr. Und da... Also es hat mir zumindest besser gefallen als dieses andere Herr der Ringe-Spiel hier. Oder dieses... Krieg im Norden? Ja, genau. Ich habe Krieg im Norden durchgespielt, also... Ich bin da gar nicht durchgekommen wegen den Bugs. Ja, es hat viele Bugs, definitiv. Ja, das für ein Spiel, was fertig ist, weißt du? Ja. Und dann sagen wir mal was über H1Z1. Also das hatte wirklich auch heftige Bugs. Ja. Zum Beispiel vorm Endgegner, dass da die Tür zum Endgegner nicht aufgeht, ja. Ja, das geht einfach nicht im fertigen Spiel und dann kein Support mehr. Ja. Frechheit. Müsste man eigentlich auch sein Geld zurückverlangen. Ja, das ist nur 1 Euro wert oder so. Ja. Ich will mein Geld zurück. Weißt du, wenn die nichts mehr machen und das Spiel verbuggt ist, dann sollen sie es irgendwie Open Source machen, dann sollen die Fans halt noch fertig machen. Ja. Und da ist die Community ja immer da. Wenn es darum geht, solche Spiele fertig zu machen oder weiter Patches zu machen, wenn der Entwickler sich nicht kümmert. Oh, selbst da legen sie denen ja Steine in den Weg. Ja. Aber naja. Meistens was geht's uns an? Ja. Meistens haben die Fans ja gute Ideen, aber dürfen sie halt nicht umsetzen. Ein Kumpel von mir entwickelt ja jetzt ein Spiel mit Freunden zusammen. Irgendwie ein Rennspiel wird das. Ein MMO-Rennspiel. Okay. So im Mario Kart-mäßig. Kriegt man den Blower. Da habe ich auch schon einige Ideen mit eingebracht. Mal sehen, was sie alles umsetzen. Und ich bin gespannt. In ein paar Wochen wollte er schon die erste spielbare Version fertig haben. Darf ich dann natürlich spielen und Videos machen dazu. Okay. Bin ich sehr gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob es durchzieht. Glower ist ein Cheater. Ja, bestimmt. Warum? Weiß ich nicht, hat er neu geschrieben. Ja, Cheater. Dann wäre er erst, wenn er Cheater wäre, weißt du.
Er ist verurteilt. Ich bin bestimmt auch gleich Cheater, ja, schon wieder drei hintereinander abgeschossen. Aber ich kann ja auch nichts dafür, wenn die da schlecht sind. Weißt du, du schießt eine halbe Stunde auf die und dann drehen sie sich erst um. Wir sind richtig schlecht. Ja, vor allem ich. Du bist ja noch ein bisschen besser, aber solange noch jemand unter mir steht, ist mir ja das egal. Und einer stand unter dir. Ja. Mann, Mann, Mann. Nicht schlecht. Ich mag dieses Spiel. Habe ich das schon erwähnt? Nein. Dann ist ja gut. Ich hatte auch nur 7 Fracks mehr dazu. Naja, nur. Schlechte Runde. So. Ready, set, go. Ich sehe 3DS schon wieder. Ich sehe alle. Ich habe einen gekillt. 2 Frags in 2 Seconds. Ja, yeah, noch ein 3. Frag. 4. Es geht noch nicht los, ne? Ja, trotzdem, ich bin schon mal voll stolz, ja. Weißt du, jetzt läuft's noch. So, wenn es richtig losgeht hier, dann verrecke ich den nicht. Ich hab jetzt alles verballert, weißt du? So, ich komme! Ja! Klar! Klar, Arschficker oder so. Oh, ich bin schon tot. Das ist ja doch. Ach, das ist ein Clan hier bestimmt, die Klars. Ah, ein Frank! 2 Franks! Alter, jetzt legst du aber los hier, wa? Ja, am Anfang läuft's immer. Läuft, läuft. Das ist komisch, wenn ich die Karten noch nicht kenne, komme ich klar. Und so wie ich die Karte kenne, verreck ich. Weil die anderen sie dann auch kennen. Ja, guck dir die Spieler an, die kennen die Karten. Ja, der Bastinator. Aber ich bin halt unberechenbar, wenn ich die Karte noch nicht kenne, weißt du? Der Bastinator macht unserem Clan jetzt alle Ehre hier. Ja, müssen wir mal wieder unser ETS-Tag reinnehmen. Ja, das sollten wir mal machen, ne? Die denken sich alle, Das ist ein Scheiß-Clan, ey. Die können ja gar nichts. Richtiger Scheiß-Clan, ey. Aber wir sind ja auch nur ein Fun-Clan gewesen, weißt du? Uns ging es ja nie darum, irgendwie besonders gut zu sein, sondern einfach Spaß haben. Nein. Erzähle bitte die Wahrheit, wir wollten der beste Clan der Welt werden. Ja, das hat aber nicht geklappt. Also Nein. wollten wir der schlechteste Clan der Welt werden. Ja. Das war einfacher. Auch das war schwer. Ja, wenn ich mir manche Spieler hier so angucke. Vor allem hast du manchmal wirklich Leute aus Clans, wo du denkst, wie kommt der in einen Clan? Ja, das stimmt. Aber wir haben ja auch einen Clan gemacht. Ja. Aber bei manchen Leuten fragst du dich halt, ob die rechte und linke Maustaste unterscheiden können. Bitte drücken Sie jetzt die linke Maustaste. Press any K. Wo ist denn any K? Any K. Die englische Version von Annika, wa? Any K. Ich trau mich nicht zu spielen, ich habe Angst. Ah, boah, 3DS, ey, taucht direkt vor meiner Fresse auf, weißt du? Voll Horrorspiel. Geht's ja richtig ab hier, ja. Ist voll Outlast. Machine Gun! Ich treff dich, Mann, ich treff dich. Warum stirbst du nicht, Mann? Stirb! Oh, sterb ich. Crazy Cat Lord ist auf dem Server. Now you have to pass auf. Crazy Cat Lord. Crazy Cat. Boah, hier geht's ja richtig ab, ey. Oh. Alter Schwede. Tinozoros hat mich getötet. Ich wette, es war Tinozoros. Echt? Nee, ich hab dich nicht getötet. Du standest jedenfalls direkt vor mir und hast auf mich geschossen und dann mich getötet. Ja. Ich hab dich aber nicht getötet. Aber es kann natürlich, da waren so viele Leute. Kann natürlich auch ein anderer gewesen sein. Ich habe einen Frack. Hast du auch einen Frack? Einen schicken Frack? Im Schrank? Nein. Du hast keinen Frack? Du brauchst einen Frack. Gefunden auf auto.de. Das geht hier richtig ab, ey. Ja. Oh, der hat mich getötet. Wer war's? Sehe ich schon gar nicht mehr. Verrecken so viele. Oh. Crazy. Ich bin schon gar nicht mehr in der Liste. Haha. Echt nicht? Nö. Ich bin schon so schlecht. Ich sag's ja, anfangs läuft's immer. So wie ich die Karte kenne, laufe ich nämlich genau die Wege, wo die Leute damit rechnen, dass man langkommt, weil es einfach die besten Wege sind.
welche Karte nicht kenne, weiß ich ja nicht, wo ich lang muss. Und dann wird es natürlich schwer für die anderen abzuschätzen, ja, wo man herkommt. Weil sind doch echt gute Leute gerade auf der Karte. Ja, zum Beispiel ich habe wieder jemanden getötet. Eine Fresse, ey. Ja, deine Fresse, du. Da schieße ich gleich rein, wenn ich die finde. Streng dich lieber an. Dann komm wieder in die Liste. Ich sterb ja immer. Fass du lieber auf, dass du mich aus der Liste verschwindest. Ja, da habe ich meine Probleme, ey. Meine Fresse. Ist nicht leicht, ist nicht leicht. Nee. Absolut nicht, ey. Das ist hier Abstiegskampf pur. Abstiegskampf. Oh, du bist schon letzter in der Liste. Ja. Ich werde gleich rausfliegen da. Ja. Wenn ich nicht bald meinem Frag lande. Wo sind die Fraggles, wenn man sie braucht? Ja. Ah, jetzt habe ich einen. Ja, noch einen. Du bist tot. Hader Lomp hat dich getötet. Ja, aber ich konnte zwei Frags landen. Oh, jetzt kommt er von allen Seiten, ey, gefickt, ey. Fick dich, Mann, ey. Ich brauche eine Waffe, jo. Ja, zwei Kills, ey. Meine Fresse, wieder tot, ey. Wieder tot, weißt du, wieder tot. Tot, Mann, einfach nur tot. Oh, hier liegen die Waffen rum. Ohne Ende, ey. Alles so eine scheiß Clan-Mitglieder, ey. Ja, Mann, die haben's immer drauf, weißt du, die haben's immer voll drauf. Weißt du, verstehst du mich? Ich bin Zehnter, weißt du. Weißt du, ich sag oft weißt du. Das ist nämlich jetzt mein Lieblingswort, ey. Mein Wort des Jahres. Ich bin gerade noch so in der Liste. Hashtag Liste. Yeah. Vielleicht ist es ja gar keine Liste, sondern Manuel Neuer. Vielleicht ist es nicht Manuel Neuer. Sondern deine Mutter. Willst du mal dein Zimmer aufräumen? Oder deine. Ey, deine Mama. Ey, lass meine Mama aus dem Spiel. Schmeiß die Mama aus dem Zug. Kennst du den Film? Ist ein Film? Ja, ist ein Film. Kennst du wieder nicht, war bis noch zu jung. Wer dreht denn solche Filme? Uwe Boll war wer? Nein, da gab's Uwe Boll noch gar nicht. Weiß nicht, glaube ich aus den 80ern, Anfang 90er. Uralter Film. Na, was heißt uralt? Oh, ich bin wieder tot. Oh, ich bin immer noch 10. Ne, 9. Haha, ich bin 10. Wärst du 10., wärst du nicht in der Liste. Ja, ich. Oh, naja. Wieder zu Ende. Das macht 9. Spaß. 9. Ich könnte noch stundenlang weiterspielen. Ah, zum Anfang warst du recht weit vorn. Ja, ich sag's auch anfangs, da bring ich's. Ich muss mein Headset festhalten, du siehst das nicht, die Zuschauer sehen es. Hallo, hier, Headset festhalten, weil ich trinke, fällt Headset runter. Da ist nur ein Schluck drin. Hör auf mich zu schießen, ich bin noch gar nicht bereit. So ein Penner. Ich habe noch nicht F3 gedrückt. Habe ich auch noch nicht. So, jetzt habe ich F3 gedrückt. Jetzt könnt ihr mich hier. Jetzt, ich töte euch! So! Björk! Ach, Björk! Trotzdem bist du hinter mir, du Opfer. Oh, es sind immer noch so viele drauf. 10 ja, Leute. Ja, das macht auch mehr Spaß. 10 Leute. So. Ja, das stimmt. 10 Leute. Also einer wird nicht in der Liste sein. Und das werde ich sein. Und es geht los. Ich werde alles dafür tun. Ah, da ist er schon, da ist er schon, da ist er schon. Deine Mutter. Deine Mutter. Yeah, deine Mutter habe ich erwischt, Oma, habe ich erwischt. Wie du da rumgesprungen bist. Oldschool, Mann. Kennst du das nicht? Bunny Hop. Ich wollte zum ersten Mal einen Rocket Jump versuchen. Fehlgeschlagen. Selbstmord. Oh, scheiße, immer wenn der die Waffe wechselt hier, weil die Munition alle ist. Weißt du, und dann bist du dem Tino ausgeliefert. Das war nur die Revanche für vorhin. Hey, Mann. Revanche gibt's nicht. Ich bin schon gar nicht mehr in der Liste. Habe ich doch gesagt, ich werde der sein, der nicht in der Liste ist. In der Liste sein kann jeder. Doch davor stehen, das kann nur ich. Quad Damage. Yeah, Mann. Oh, ein Kill. Yeah, Mann, jetzt bin ich tot. Oh, ich bin nicht mehr letzter. Also nicht mehr außerhalb der Liste.
ich finde die Karte gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja. Ist very nice. Und ich bin tot. Aber ich bin, weißt du, ich bin siebter, ne? Konkret. Hör auf mich zu schießen da drüben. Wir sind bestimmt bei Klar Mobile. Klar Mobile. Von Klar. Oh, wieder tot. Und ich sterbe. Ich sterbe hier. Natürlichen Tod. Wieder tot. Aber ich mache Punkte gut. Hey, hey. Ach, der Sack. Verfolgt habe ich dich. Jetzt wollte ich einen, der einfach nur rumstand, abschießen. Er hat mich abgeschossen. Scheiße. Nett. Aber ich habe dich getötet. Ja, du Sack. Obwohl ich schon tot war. Ich töte dich. Ich töte alle. Und danach fahre ich noch nach Malle. No. Ah, Mist, der hat mich doch gesehen, ey. Wie hat er mich gesehen, Alter? Wie hat er mich gesehen? Henke. Du wurdest von Henke getötet. Ich kenne nur Mr. Henki. Die verwandt sind? Kann es etwas Schlimmeres geben, als von Henke getötet zu werden? Ja. Von 3DS getötet zu werden. Ja, gut. Ist der überhaupt noch da? Nö, ne? Nö. Bist du sicher, dass das noch der Server ist? Ja, ja. Immer noch, immer noch. Ah, dieser Sack. Alle schießen auf mich, Hilfe! Vor allem der Wernicke, hier. Aber ich stehe vor dir, verstehst du? Ja, und wir wurden beide getötet. Ja. Das macht nichts. Ich stehe vor dir. Lass das mal dem Papa machen. Der Papa, macht das gut. Kann man auf dem Server jetzt oder was? Doch, doch. Alles leer. Ich sehe keinen. Oh! Doch, von hinten. Na klar. Klar kommt wieder. Haterlump. Der steht gar nicht in der Liste. Der ist nicht da. Der cheatet. Auf der Liste, Mann. Ja, campen ist nicht mein Freund. Gleich mal weggeknallt. Ach, Mist. Vorbeigejumpt. Ich jumpe. Keiner da? Da. Ah, voll in die Fresse. Björk, Alter. Björk, du. Richtig. Voll der Opfer. So, ich bin ja voll der King. Wer kommt da von hinten? Ich bin ja voll der King. Wer kommt hier von hinten? Ich bin ja erstmal voll auf den Kopf rumgejumpt. Ah, verdammt. Klung. Ready to fight. Ah, dieser scheiß Ingwerwein, ey. Wieder tot. Warum bin ich jetzt schon wieder so weit unten, Alter? Ey, die Klaas, ne? Die Cheaten, Alter. Ja. Das geht gar nicht, ey. Ich laufe die ganze Zeit hinter dem. Und weißt du, schieße nicht mal. Der dreht sich um und beim Umdrehen schon geschossen, weil er genau wusste, ich stehe hinter ihm. Obwohl er mich gar nicht gesehen haben kann. Vorhin. Ja, irgendwie ein bisschen eigenartig. Ja. Hier gibt es ja auch Zuschauerfunktionen. Vielleicht haben die noch einen im TS und so, weißt du, der sagt, ah, der ist gerade da und da. Hm. Ah, ich habe gerade den Leader gekillt. Welchen Leader? Mich hat der Schlechteste gekillt. Na, hier, Ingwer oder Klaas. Ich habe oder? Björk gekillt. Klar, kommt bestimmt bald an und will, dass du bei ihnen joinst. Nee, das glaube ich auch nicht. Der nimmt bloß ab 100 Fracks oder so. Möchtest, Bastinator, möchtest du nicht in unseren Clan klar kommen? Na nee, klar. Habe ich keinen Bock zu. Kommt ihr doch zum E-Score-Clan.
Kommt ihr doch zum E-Score-Clan. Wir sind doch die Großen. Ah, Wöller, dieser Klar. Na klar. Klar ist das klar. Klar. Ich habe jemanden gesehen. Wo geht der lang? Oh. In deine Mutter. Einer von Klar ist auf Platz 4 nur. Was? Das gibt die Entlassung. Kündigung. Sensation im E-Sports-Bereich. Klar ist nicht mehr zu halten. Ah, der hat mich schon wieder gekillt, dieser Wichser. Ah, das ist ja so mit so Clan-Mitgliedern auf dem Server ist immer scheiße, ey. Weil das sind ja dann welche, die spielen einen halben Tag nur, weißt du? Die haben nichts Besseres zu tun. Die verdienen ja damit auch Geld. Ja, das weißt du ja nicht bei jedem Clan. Ja, aber die bestimmt. Ja, sich mit Quake so viel verdienen lässt. Ja, der Typ hat uns gerade beide gekillt, ne? Ja. Dabei wollte ich dich killen. Ah, hier, der eine ist auch mit Quake Millionär geworden. Wie hieß denn der? Fatality oder wie der hieß? Fatality sagt mir nix. Na, es gibt auch Creative, hat auch so eine Serie. Ja. Fatality. Ja. Gibt's auch ein Headset von. Ja, stimmt, das hatte ich mal. Ja, das hab ich auch. Leider. Also leider. Nee, ist schon ganz gut. Ah, ja, alle drei Mitglieder von Klar natürlich erster. Ja, aber die Folge ist schon wieder Ende. Nein! Doch! Welcher bist du auch geworden? Keine Ahnung, steh nicht drauf. Wollen wir jetzt ein bisschen ohne Aufnahme weiterspielen? Ja, ja. Gut, dann sag ich mal tschüss, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Sagst du auch tschüss? Ja, tschüss. Viel Spaß noch.